In dieser Ausgabe des Cheddarcast reden wir über die zweite Staffel von Star Wars The Bad Batch, die jetzt auf Disney Plus ihr Ende gefunden hat. Wieso uns die Serie weiterhin nicht so abholt, wie sie uns eigentlich abholen sollte als große Fans von The Clone Wars und warum das vor allem leider an den Hauptcharakteren liegt, die immer dann im Fokus stehen, wenn es spannendere Geschichten zu erzählen gäbe, all das bespreche ich heute mit Lukas in dieser Ratssitzung. Viel Spaß! People are coming on us. The galaxy is coming on us. Solo, we'll figure it out. We'll use the Force. That's not how the Force works. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedi-Cast, heute mit Lukas. Hello, hello, hello. Und wir wollen heute reden über The Bad Batch Staffel 2. Eine Fortführung einer Serie, von deren ersten Staffel wir nicht ganz so begeistert waren. Ob sich das jetzt bei der zweiten geändert hat oder nicht, wollen wir heute ausgiebig besprechen. Und zwar lief die Serie von Januar bis jetzt Ende März bei Disney Plus. Wieder mit 16 Folgen, beziehungsweise war die erste Staffel überhaupt 16 Folgen oder die weniger oder mehr? Nee, die waren auch 16 Folgen. Auch 16, genau. Also die Anzahl blieb. Ja. Und was waren so deine Erwartungen nach der ersten Staffel jetzt so? Hast du dich gefreut auf die Serie? Hast du gedacht, wow, endlich geht's weiter mit Bad Batch, nachdem sie auch ein paar Mal verschoben wurde? Naja, nee, nicht so wirklich. Also einmal, weil wir halt in der Zeit mit deutlich interessanterem Content ja auch versorgt waren, warte. Also wenn ich da nur an Geschichten der Jedi, Tales of the Jedi denke, dann war das doch schöner mal zwischendurch als jetzt die erste Staffel Bad Batch. Und wie du eben schon gesagt hattest mit den Verschiebungen, also es hat einfach viel zu lange gedauert. Also es waren ja im Prinzip fast anderthalb Jahre zwischen dem Ende von Staffel 1. Dass man erstmal überlegen musste, wie war das denn nochmal am Ende von Staffel 1, als die zweite überhaupt anfing. Also ich hatte das Gefühl, ich habe sie halt mitgenommen, ich habe mich gefreut, dass sie dann startete, aber habe es dann auch eher als kleinen Appetizer gesehen, der jetzt noch läuft, bis Mando dann ja auch zeitgleich startete. Genau. Ja, meine Erwartung war ehrlich gesagt so, ja, guckst du halt mal rein. Klar, jede Woche Mittwoch habe ich es dann auch geguckt. Das ist jetzt nicht so, das ist kein, das ist immer noch Star Wars Content. Jetzt nicht der, den ich unbedingt heiß erwarte, aber ja, die Erwartung war so nicht existent eigentlich. Also ich habe gedacht, lass es auf dich zukommen, wie du schon gesagt hast. Verkürzt die Zeit, bis Mando losgeht und dann schauen wir mal, ob es vielleicht hier und da eine coole Folge gibt, wie in der ersten Staffel auch. Wie sieht denn jetzt deine spoilerfreie Meinung aus zu der Serie so? Wenn du jetzt sagen müsstest, oder zu der Staffel, nicht zu der Serie, sondern zu der zweiten Staffel. Vielleicht auch im Vergleich zu der ersten. Ja, also es mag natürlich auch dran liegen, dass wir, als die erste kam, eine etwas längere Durststrecke hatten, was Content auf Disney Plus anging, dass mir die insgesamt ein bisschen positiver noch in Erinnerung blieb, als die zweite jetzt insgesamt. Also ich hab ein recht ambivalentes Verhältnis zur zweiten Staffel, weil manche Sachen, die kamen, waren dann wirklich, wirklich toll, vor allem später in der Staffel. Allerdings hat sie unglaublich zäh angefangen und es hat in meinem Fall 9 Folgen gedauert, das im Großen und Ganzen ein bisschen zu ändern oder sogar 10 oder 11 Folgen. Aber mein Gesamteindruck war, dass ich mich Woche für Woche aufs Neue fragte, oh mein Gott, war Staffel 1 wirklich auch schon so langweilig oder habe ich das einfach nur ein bisschen besser in Erinnerung, obwohl es ja schon gleich nicht so gut war. Aber naja. Insofern eine Achterbahnfahrt für mich, manches gut, manches, das meiste, sehr, sehr, sehr langweilig. War das denn bei dir ähnlich? Also würde ich jetzt so zurückdenke, vielleicht liegt es einfach auch dran, dass es, wie gesagt, mit der ersten Staffel schon länger her ist, aber bei mir hat sich die Erinnerung nicht rosiger eingefärbt bei der ersten Staffel. Ich finde die zweite tatsächlich fast besser. Irgendwie hat die dann, nachdem sie endlich ihre Story gefunden hat, wie du schon gesagt hast, sie hat so ein paar Folgen gebraucht, bis sie mal so richtig auf ihren eigentlichen Storypfad gekommen ist, aber seitdem, oder ab dem Punkt, hat sie mir eigentlich besser gefallen als die erste Staffel, weil die erste Staffel war für mich so, ja, zu viel Bad Batch und zu gewollt auch, dass sie immer irgendwie dabei sind. In der zweiten Staffel gab es dann auch mal die Mut zur Lücke sozusagen, und das waren dann immer die Folgen, die am besten waren, wenn die namensgebenden Helden nicht dabei waren. Genau, wie schon bei The Book of Boba Fett, würde ich sagen. Ja. Gut, das war auch nicht, ich meine, war eine starke Konkurrenz mit dem Mandalorian und auch noch Grogu. Da kommt selbst Temuera Morrison nicht gegen an. Zumindest nicht mit dem Drehbuch. Was ist jetzt so die Figur, die du sagen würdest, auf die kann man sich freuen? Also sag jetzt bitte nicht Omega, aber
Ja, nein, nicht Omega. Ja, auf jeden Fall Crosshair, der auch schon in Staffel 1 einige starke Momente hatte, bekommt jetzt, so viel sei verraten, einige Folgen, in denen komplett nur er im Mittelpunkt steht, meiner Meinung nach noch viel zu wenige. Aber die haben auf jeden Fall überzeugt. Also das Mitglied der Bad Batch oder der Schadencharge, was in der Staffel, glaube ich, kein einziges Mal gesagt wurde in der deutschen Synchro, war dann letzten Endes das Interessanteste. Genau. Ich glaube, von dieser Schadencharge-Übersetzung ist man doch schon davon abgekommen, nachdem es hieß, oh, es gibt eine ganze Serie, die sich um das Ding dreht. Also, es wurde ja, glaube ich, nur in Clone Wars mit Schadencharge übersetzt. Oder in Staffel 1 auch noch? Nee. Ja, auf jeden Fall gab es in einer, ich glaube, das war die Folge mit dem kleinen Rancor, den Wortwitz mit der Madencharge. Aha. Nee, der war in Folge 1 noch auf Kamino in der Kantine von den Rex. Und ja, ich glaube, es war Omega, die damals da irgendeinen Bezug noch zu Schadencharge als Begriff gestellt hat. Aber ist lange her und in Staffel 1 ist auf jeden in Staffel 2 ist auf jeden Fall nichts dergleichen irgendwie vorgekommen. Nun gut, dann wollen wir mal so ein bisschen durchgehen durch die Folgen, auch durch den langsamen Anfang. Es ging ja mit einer quasi Doppelfolge los auf Serenno. Das hat mir eigentlich erstmal ganz gut gefallen, dass man da so einen etablierten Planeten nimmt und auch so ein bisschen das Erbe quasi im wortwörtlich der Separatisten beschlagnahmt. Und ja, aber das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich direkt wieder drin war in diesem Ich fühle mit den Figuren mit oder ich fiebere mit ihnen mit, weil besonders. Also mir ist da wieder aufgefallen, wie wenig ich Bezug eigentlich zu diesem Bad Batch habe, zu dem Namensgebenden in den ersten beiden Folgen. Mir gefiel die ganze Welt um sie herum. Mir gefiel sogar der Klon, der später von Rampart erschossen wurde, besser als sie. Und das war dann wieder so eine Erinnerung für mich daran, dass sich mein Hauptkritikpunkt aus der ersten Staffel nicht so richtig erledigt hat, sondern immer noch besteht. Nee, absolut nicht. Also ich werd auch das Gefühl nicht los, dass Lucasfilms Marketingabteilung oder kreative Leitung einfach dachte, ja, dieses Team von Stereotypen, das läuft einfach am besten als zusammenhängende Truppe für Identifikationspotenzial, auch zielgruppenbedingt dann, wie es ja schon bei Rebels der Fall war, wobei ich die Rebels-Charaktere auf gar keinen Fall auf eine Stufe mit der Bad Batch stellen will. Aber ich habe so das Gefühl, das haben sie so ein bisschen als Vorbild genommen. Also eine Truppe, wo jeder seine klar definierte Rolle und sein Stereotyp hat, auf einem Schiff, die man begleitet im Laufe der Zeit. Genau. Und wenn mir auch der Vergleich gestattet sein darf, was ich zum Anfang, also zur ersten Doppelfolge sagen möchte, ist, mich hat sie auch nicht direkt wieder reingerissen und zwar eigentlich eher umso mehr enttäuscht, weil Staffel 1 ja mit dieser wirklich überlangen Folge einen ziemlich coolen Einstieg noch geschaffen hat. Und bei Rebels, bei Clone Wars war es immer so, dass wenn eine neue Staffel anfing mit dem Auftakt, irgendwas passiert ist. Also irgendwie waren die Staffelauftakte und die Finalfolgen immer die, die einen guten Rahmen geboten haben, immer mit die Besten der Staffel. Und hier bei Staffel 2 war das halt überhaupt nicht der Fall. Also da hätte ich mir fast lieber die dritte Folge mit Crosshair als erste gewünscht. Ja, stimmt, das war eine recht, also es war quasi eine Filler-Folge zum Anfang. So, wir klauen ein bisschen Ressourcen für Sid. Ja, das, was sie eigentlich schon in der ersten Staffel darauf gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, Serenno hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn man jetzt nicht sonderlich viel vom Planeten gesehen hat. Ehrlich gesagt, da hätte ein bisschen mehr Worldbuilding nicht geschadet, aber zumindest ein Planet, den man wiedererkennt. Auch der Palast wurde eher so angestreift. Man hat sich ja dann Genau. mehr mit dem Umland beschäftigt. Also von daher, ja. War eine mittelmäßige Folge zum Auftakt, wie du schon gesagt hast. Also gerade wenn ich auch an manche Ja. Clone Wars Auftakt, wie du gesagt hast, zurückdenke, mit Holocron-Raub oder irgendwas. Das waren schon Folgen, wo man gesagt hat, die kann man sich immer wieder angucken und die sind echt actionreich für einen Staffelauftakt. Ja, absolut. Wobei am Anfang, also die Anfangsszene von Staffel 2, Folge 1, hat mal wieder bewiesen, trotz aller Kritik, wie wunderschön die Serie aussieht und wie sehr sie den Clone Wars-Stil weiterführt. Also das mit dem Strand und den Krabben, die Beleuchtung, das Wasser, also das Animationsteam ist wirklich, wirklich, arbeitet auf sehr, sehr hohem Niveau nach wie vor. Und das hat die Serie auch oft guckbarer gemacht, dann noch für mich. Ja, also qualitativ bin ich auf jeden Fall bei dir. Also Animation, auch dass es alles so ein bisschen
sagen wir mal, dass es dreckig aussieht, das ist der klassische Clone Wars-Stil halt, ne? Dieses Holzpuppen-ähnliche. Das funktioniert auch schon sehr gut. Genau, dann haben wir ja schon die erste Crosshair-Folge, nach den beiden Doppelfolgen, in der er sich mit jemandem zusammentut, den wir wahrscheinlich nicht erwartet hätten in der Serie, nämlich Cody. Wäre denn das Ja. gefallen, dass Cody da auftritt? Ja, war lange überfällig, würde ich sagen. Also es ist ja sein erster Auftritt im Kanon nach Episode 3 gewesen. Und es gibt ja immer wieder mal Andeutungen oder dass Dave Filoni in seinen Animationsserien zeigt, hier, ich habe Cody nicht vergessen, aber was mit ihm passiert ist, verrate ich euch nicht. Also da, wenn ich da an einen Albtraum, den Rex in Rebels mal hatte, zurückdenke, wo er Codys Namen flüstert. Das war mit so das einzige Lebenssignal, der einzige Anhaltspunkt. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, wann werden wir denn von Cody mal was wiedersehen? Also in der Obi-Wan Kenobi-Serie, so war es dann nicht, aber jetzt war es endlich mal soweit. Und genauso schnell wie er kam, war er auch wieder weg aus der Serie. Und das finde ich dann auch sehr schade, dass wir merken, es passieren interessante Dinge mit interessanten Figuren, aber wir merken nicht, was genau. Es wird immer wieder angekratzt oder wir begegnen ihnen kurz, wie bei Cody oder später bei den Senatsfolgen, bis die Serie dann ihren Fokus wieder anderswohin legt. Und das finde ich ärgerlich. Ja, aber ist Cody jetzt auch auf dem ominösen Tantis-Planeten oder was glaubst du? Gute Frage. Ich meine, er wurde ja dann aus dem Verkehr gezogen, zumindest wurde es ja so suggeriert am Ende der Folge, mit dem Hinweis, alle um sie herum desertieren. Ich würde mir Gedanken machen. Ja, Vielleicht darüber sehen habe wir ich ja noch noch mal gar was von nicht ihm. nachgedacht. Ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, er ist wirklich desertiert und hat sich vielleicht ganz klassisch Rex und seinem Klonnetzwerk da angeschlossen, von dem wir dann später ein bisschen was gesehen haben. Könnte auch sein. Aber das finden wir vielleicht noch raus in der nächsten Staffel. Genau. Also in der nächsten Staffel Mitte, wenn es wieder so ist wie bei dieser Staffel. Finden wir dann raus, wie es weitergeht nach der zweiten. Weil die ersten 5, 6 Folgen erstmal wieder ein bisschen hin und her meandern, ohne so wirklich sich auf die Story einzuschießen. Wie auch die vierte Folge. Wo wir beim Thema sind. Ei, Also wenn man auf irgendwas ein Filler Ding draufpappen will, dann auf die. Das war diese wunderschöne Folge mit dem Droiden-Wettrennen oder dem Wettrennen, wo auch Droiden mitfliegen können, aber auch Spezies. So ein bisschen Pod-Rennen, Verschnitt. Hat eher so ein bisschen was von diesem KOTOR-Rennen gehabt, diesem Swoop-Ding, ne? Ja. Und der Droide wird zerstört oder wird. Das war eigentlich die beste Szene an der ganzen Folge, wenn man ehrlich ist. Wie der Droide einfach weggerammt wird von einem anderen Speeder. Und in alle Einzelteile zerlegt wird. Das war sehr komödiantisch inszeniert. Und Tech muss dann ans Steuer. Ja, ich habe die Rennen aus Resistance vermisst und das möchte was heißen, glaube ich. Nee, zu der Folge, ja, mag und kann ich nicht viel sagen. Nee. Aber man merkt da schon, dass dieses sich Einschießen auf Tech so ein bisschen begonnen hat, ne? In dieser Ja, Staffel. auf jeden Fall. Was ich ja immer so ein bisschen, also das sind halt so alte Tropes. Bei Geschichtenerzählung, die man vielleicht auch einfach mal überwinden könnte, oder? Also, wir werden es ja noch häufiger sehen, dass immer sich auf Tech jetzt eingeschossen wird, weil es halt dann am Ende einen großen Punkt mit ihm gibt. Aber das ist dann auch ein bisschen rückwirkend billig, wenn du die Figur so sehr sympathie- oder vermenschlichst, in Anführungsstrichen, so sehr ins Rampenlicht rückst, nur um dann den vermeintlichen Tod emotionaler zu machen. Aber naja. Das war jedenfalls die Folge schneller. Wir gehen schnell weiter. Bitte. Dann haben wir begraben. Wieder so ein. Ah, nee, dann. Ja, Ah, ja. das ist für die nächste Filler-Folge. Die Horizon Zero Dawn Folge. Genau. Mit dem Heart of the Mountain, was sie finden wollten. In dem Langhals. Der ein bisschen nach Sepho aussah, aber nur von außen, nicht von innen. Ja. Ja, das sind halt so Folgen, da kann man nicht viel sagen. Die haben halt jetzt diese neue Freundin kennengelernt. Die ja später in der Staffel auch nochmal auftritt, die so ein bisschen jetzt Sid ersetzen soll. Warum? Das ist auch wieder so ein Story-Device. Es wird am Anfang der Staffel eine Figur eingeführt, die so ein bisschen als Alternative, Fragezeichen, bessere Alternative, Fragezeichen, Ende, zu Sid erscheint und am Ende wird klar, warum man die vielleicht braucht, weil Sid ja gewisserweise dem Bad Batch den Rücken kehrt. Und das ist halt auch wieder so ein typisches, wir führen am Anfang der Staffel jemanden ein, weil wir am Ende schon ein Ziel haben und wir brauchen dann halt jemanden. Und ja,
da sollte sie halt ein bisschen eingeführt werden, ein bisschen Kontext gegeben werden. Genau. Und Aber gleichzeitig Indiana Jones stark referenzieren, so als anderes großes George Lucas Werk. Aber das hat die Staffel ja auch in gefühlt jeder Folge gemacht. Also irgendein Steven Spielberg oder George Lucas Klassiker noch irgendwo referenziert, wo es nur ging. Also da könnte man ganze Listen mitfüllen. ja, Folge 6 ist dann für mich schwierig, weil eigentlich würde ich die auch zu einer klassischen Filler-Folge zählen. Andererseits war Gungi dabei. Also, ist ein zweischneidiges Schwert. Mochtest du den Wookie aus der Clone Wars-Serie damals? Ja, schon. Also seit der Einführung damals, die ja schon recht putzig verlief, also dadurch, dass du diese Jünglinge, die dann auf Ilum. Ilum ihre Kristalle zusammensuchen, dass du mit denen so mitgefiebert hast und dann die ganze Zeit diese Bedrohung darüber schweben hattest, dass du dich fragst, auch mit Meister Skywalker, es sind einfach zu viele im Hinterkopf, was wird mit denen in ein paar Jahren passieren? Werden sie die Order 66 überleben? Und dass im Fall von Gungi das auf jeden Fall eingetroffen ist, freut auf jeden Fall den jüngeren Lukas, der damals The Clone Wars bei der Erstausstrahlung gesehen hat. Ja, wobei es, wenn man drüber nachdenkt, führt noch irgendwo hin oder wurde Gungi jetzt im Prinzip sicher aus der ganzen Story rausgeschrieben? Man weiß es nicht, aber ich fand es eigentlich auch ganz schön. Ja, ich konnte mich auf die Folge einlassen, auf jeden Fall. Genau, und das ist halt auch, also das ist genau dieses zweischneidige Schwert, was ich meine. Ich habe zum einen mich gefreut natürlich, dass Gungi aufgetreten ist. Andererseits weiß man halt dann auch nicht, warum macht die Serie das jetzt? Also, das ist ja dieser Punkt, den wir angesprochen haben, dass sie lange braucht, bis sie ihre eigentliche Handlung findet. Und das merkt man halt in den ersten Folgen an, weil die haben, wenn man jetzt die Staffel als Gesamt betrachtet, überhaupt nichts eigentlich mit dem großen Plot zu tun, mit dem ganzen, dass es sich halt Nee. weiterhin um diese Klone handelt. Wie wird mit den Klonen nach der Order 66 umgegangen und was ist da im Hintergrund los? Was hat das mit der ganzen Klontechnik auf sich, die das Imperium erforschen will? Was ja am Ende der ersten Staffel halt quasi so ein bisschen revealed wurde mit dem Kamino-Arc und dann, wie gesagt, jetzt erstmal auf die Seitenlinie geschoben wird, die ersten 6, 7 Folgen. Und das halt dann ein bisschen schade ist. Weil es halt zum einen cool ist, dass man Gungi wieder sieht, andererseits, ja, spielt er nochmal eine Rolle, wird er nochmal irgendwie einen Gefallen. Weil normalerweise kennen wir halt dieses Prinzip so ein bisschen aus diesem, ja, vielleicht sind wir da auch zu sehr von den ersten beiden Staffeln Mando verwöhnt, aber das wirkte immer eher so, wie wir sammeln eine Crew, die wir im Staffelfinale dann alle Avengers Assemble-mäßig zusammenführen. Ja. Und es hat sich halt auch später in der Staffel dann zum Beispiel bei diesem Oliver Twist-Verschnitt und Co. nicht so wirklich bestätigt. Sondern es war halt wirklich dann am Ende eigentlich wieder nur der Bad Batch, der im Finale stand. Und alle, die sie auf dem Weg dahin getroffen haben, waren irgendwie gar nicht relevant. Und das ist dann halt komisch, dass dann solche Folgen so im Rampenlicht stehen, wenn man eine Handlung erzählen will. Das ist dann eher so episodenhaft und hängt mit nichts so wirklich zusammen. Ja. Ich habe Das. insgesamt das Gefühl, die Serie liefert zu wenig, aber gleichzeitig will sie zu viel. Also sie will wichtige galaktische Ereignisse kurz nach den Klonkriegen abhandeln. Sie will diesen Haufen an Klonen als unbedingten Mittelpunkt behalten, als Identifikationscharaktere. Und sie will gleichzeitig absolut random gefühlt The Clone Wars Handlungsstränge, die noch offen sind, weiter durchgehen. Und das alles passt nicht so gut zusammen. Und dann passiert halt mal jede Woche eine Sache von den dreien, die die Serie will. Aber sie selbst bleibt halt auf der Stelle treten. Und das ist dann ärgerlich. Also das mit dem random Clone Wars-Stränge weiterführen, das ist gut getroffen. Das stimmt. Also das stimmt da halt. Und führt halt auch noch, wie du gesagt hast, neue Sachen mit ein, die überhaupt keine Relevanz haben, wie halt dieses Wettrennen oder sowas. Gut, es ging ein bisschen darum Sid und dass sie nicht ganz so perfekt sei und so, aber ja, ich meine, dafür muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, das greife ich jetzt mal weg, aber dafür kam doch ihr Verrat trotzdem überraschend am Ende, oder? Also irgendwie habe ich jetzt nicht den Build-up bis dahin gemerkt, dass sie die jetzt verraten würde. Es geht. Also in der Folge, die ja auch aus irgendwelchen Gründen eine Doppelfolge war, wo der Bad Batch gestrandet war und das Schiff wiederbekommen musste, die Havoc Marauder, da hat sich das angedeutet, fand ich.
Okay. Also da ist das erste Mal so ein bisschen durchgeschieden, wo Sid meint, ja, ist nicht mein Problem, ich schicke halt niemanden. Also da habe ich schon gedacht, ah, okay, ihr habt bei dem Rennen gesagt, dass sie zwielichtig ist, jetzt habt ihr das, wird sie sie im Finale verraten? Und dass es dann letzten Endes so kam, hat mich auch sehr an eigentlich sympathische Charaktere, wie wir sie öfter bei Star Wars haben, die dann die Hauptfiguren verraten, erinnert. Also auch die Art, wie sie den Koffer gekriegt hat, das war ja schon fast 1:1 DJ aus The Last Jedi. Genau, oder halt eben der klassische Lando-Verrat, der auch aus keiner Wahl entstand. Und wegen Lando bin ich mir auch noch nicht sicher, ob Sid nicht noch ihre große Redemption kriegt und alles wieder gut macht. Bestimmt. Aber das sehen wir dann, ja. Bestimmt. Genau. Ja, Folge 7, 8. Was war da so deine Meinung dazu? Würde ich jetzt einfach mal. Also Klonverschwörung und die Wahrheit und ihre Folgen. Ja, wie ich eben sagte, das war dann der Anspruch, wichtige galaktische Ereignisse zu zeigen. An sich fand ich es schön, erstens mal wieder das Bad Batch zu verlassen Ja. und zweitens wichtig zu sein. Also es hat mich fast an die Blickwinkel von früher aus den Clone Wars Staffeln, die sich ja alle paar Genau, ja. Folgen, immer wenn ein Arc verändert hat, komplett gewechselt haben. Mal hatten wir Politikfolgen, mal hatten wir Jedi-Folgen, mal hatten wir Kopfgeldjäger-Folgen. Daran hat es mich erinnert. Die Ausführung fand ich dann letzten Endes leider nur mäßig. Also mich konnten die Folgen nicht so zu 100% abholen. Aber die beiden, wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, gut, die haben jetzt als Mid-Season-Finale ja im Prinzip gedient und auch als Doppelfolge wieder. Aber wenn die beiden zum Beispiel den Anfang der Staffel gemacht hätten, dann hätte sich alles ein bisschen kohärenter angefühlt, glaube ich, weil ja zum Beispiel die Zerstörung von Kamino wieder direkt behandelt wurde. Oder weil Rampart, der in Staffel 1 der große Antagonist war, in den Folgen im Prinzip schnell abgefrühstückt wurde. Und weil man halt das Gefühl hatte, was Wichtiges zu sehen. Also ich würde sie auf jeden Fall zu den besseren Folgen der Staffel zählen, aber jetzt nicht zu meinen Lieblingen. Ja, also tatsächlich lustigerweise Folge 7 gehört zu meinen besseren Folgen. Folge 8 ist dann wieder eher so, nee, bis aufs Finale der Folge Weil 8, das Bad Batch weil das wiederkommt Bad Batch und dann Teil wiederkommt. davon wird. Genau. Weil Folge 7, wie du gesagt hast, das war so richtiges Clone Wars Feeling. Das war so ein bisschen wie bei Staffel 1 mit Ryloth, die Folgen, die wir hatten. Wir Ja, haben einfach absolut. einen anderen Point Ja. of View, wir haben andere Figuren, wir haben wichtige galaktische Ereignisse, wir haben Coruscant vor allem. Wir haben die politische Bühne, wir haben den imperialen Senat und das funktioniert einfach so schön zusammen und auch schön zu sehen, dass wir Senatorin Chuchi wiedersehen, Genau. der man das auch abkauft, also die quasi jetzt so ein bisschen in Padmes Fußstapfen tritt, wenn man so will, in ihrem Idealismus und ihrem Kämpfen für die richtige Sache und die den Leuten auch zuhören möchte. Und wir haben halt auch gleichzeitig diesen Rampart, der versucht, alle Schuld von sich zu weisen und so, aber dann natürlich auch in der Folge drauf den Imperator, der ihn halt fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn es seinen Zielen dient quasi. Also das waren die schönen Momente. Und die Ja. schlechten Momente waren dann primär zum Beispiel die, in der Omega mit Chuchi einfach durch den Senat latscht und ich mir so denke, okay, vor allem Chuchi unterhält sich ja auch noch mit Rampart und ich denke so, ja, wenn er sie jetzt vielleicht nicht direkt einmal gesehen hat, aber kann mir doch keiner sagen, dass von diesem experimentellen Klon so wenig bekannt ist, dass niemand weiß, wie der aussieht. Also gerade jetzt in der Führungsriege. Also dass er einfach so rumläuft im Senatsgebäude und so getan wird, als ob das hier eine Praktikantin wäre. Davon abgesehen, dass in jedem politischen Zentrum, Parlament und so weiter auch für Praktikanten Sicherheitschecks durchgeführt werden und man normalerweise dafür einen ID-Check braucht. Aber davon abgesehen, selbst davon abgesehen, funktioniert das nicht so richtig. Also das hat mich Nee, irgendwie überhaupt komplett nicht. rausgerissen, als ich gesehen habe, wie sie mit Chuchi durch die Gänge läuft. Und ich dachte, was? Was hat die im Ja, Senat zu suchen? da diente Omega einfach nur wieder als Figur, die stellvertretend für die vor allem jüngeren ZuschauerInnen im Prinzip die Galaxis erklärt bekommt. Also das ging auch storymäßig nicht klar, nee. Ja, aber das hat man doch bei Clone Wars auch subtiler hinbekommen, oder? Ja, Dieses voll und ganz. Erklären. Nee, voll und ganz. Also ich meine, So, ich bin. sogar noch in Rebels mit Ezra. Ja. So, wo es schon geschwächelt hat manchmal, aber das jetzt ist einfach nur platt. Genau, also dieses Erklären immerzu, das ist nervt halt auf Dauer auch. Also, dass es halt so, wie du schon sagst, platt und plakativ halt ist so. Sie muss halt Fragen stellen. Auch teilweise Fragen. Ich hab's mir nur aufgeschrieben, stellt doofe Fragen. Ich glaube, es bezog sich irgendwie auf die Klone, wo ich denke, das müsstest du doch eigentlich am besten wissen. Du bist auf Kamino aufgewachsen. Du
fliegst jetzt mit einem Jahr, seit einem Jahr mit einem Klonendings rum. Stell doch die Fragen denen und nicht Chuchi, so nach dem Motto. Aber ja, das hat mich halt, wie gesagt, ein bisschen gestört. Aber schön, dass man auch Botoni da wieder aus der Kammerkiste holt. Und ja, Palpatines Trick am Ende, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen zu einfach oder setzt sich ein bisschen zu leicht durch, habe ich gehört. Da habe ich so gedacht, ja, man darf halt nicht vergessen, dass es nur noch eine Scheindemokratie ist, die da sowieso abläuft. Also ist ja sowieso scheißegal, was die Senatoren denken. Ja, Hätte sich wobei wahrscheinlich so oder aber so durchgesetzt. 19 Jahre braucht er ja den Senat noch. Und das wurde für mich an der Szene recht deutlich. Also das war für mich, obwohl es recht schnell ging und du recht hast, ein bisschen zu einfach. Aber trotzdem war es für mich wenigstens mal ein endlich mal Andeuten des Prozesses, dass die Republik auch bürokratisch in das Imperium umzuwandeln, anstatt einfach nur, wie es in Staffel 1 ja viel passiert ist, so von gleich auf jetzt, zack, Schalter umgelegt und keine Entwicklung mehr, sondern es war mal so ein, ja, es geht einen Schritt weiter darauf zu und das hat mich immerhin gefreut. Ja, Und Ian also, McDiarmid geht ja auch immer, ja. auch wenn es nur Voice Cameos sind. Ja, also auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, dass das die Szene war, bei der ich am meisten noch mitgefiebert habe und wo ich wirklich gedacht habe, das ist so dieses Clone Wars-Level an Pursuit of Peace oder Streben nach Frieden und Helden auf beiden Seiten, die beiden Folgen, an die ich mich immer gerne zurückerinnere, wo er dann genau den gleichen Trick damals quasi so ein bisschen genutzt hat mit dem Angriff auf Coruscant. Und das war einfach wieder toll gemacht, weil es halt auch so logisch ist, ne? Also die Ausrede funktioniert ja sogar, wenn man jetzt nicht die Wahrheit kennt wie die Zuschauenden oder halt Chuchi, wenn man jetzt so von dem ganz normalen Point, ja, globalen Blick, Makroblick der Senatoren, die sich dafür jetzt vielleicht auch nur wenig interessieren, wie gesagt, Klone ist jetzt auch nicht unbedingt was viele interessiert, weil die wählen einen ja nicht, dass sie halt dann dieser Erklärung natürlich folgen, dass er sagt, ja, das sieht man mal, wie moralisch verkommen die Klone ist. Die haben keinen Kompass, die zerstören einfach ihre eigene Heimatwelt. Und dass er dann quasi genau das umdreht. Dass er Rampart zwar immer noch die Schuld gibt, aber sagt, die Klone waren ja auch auf den Schlachtschiffen und haben nicht dagegen agiert. Und wenn sie dagegen agiert hätten, hätte er es wahrscheinlich auch gegen sie verwendet. Also das ist halt, dass sie ihren Befehlen nicht folgen und so. Das war schon gut gemacht. Ja, Und auch voll. ge Und auch gewissermaßen ironisch, dass er später genau das Gleiche fordert, ne, von den normalen Soldaten in der Operation Asche, dass sie ihre eigenen Planeten zerstören sollen. Und wenn da Leute desertieren, wie der Inferno Squad, dann ist es plötzlich ein Problem. Naja. Egal wie es ausgeht, er gewinnt. Außer ganz, ganz am Ende. Und Ganz, 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 ganz. ob Bad Batch das immer noch vorbereitet, da werden wir, glaube ich, später noch drüber sprechen. Ja. Genau, dann haben wir Folge 9, der Übergang. Und ja, so hat es sich auch angefühlt. Ja, wieder so eine typische, wir müssen Tech ein bisschen mehr ins Rampenlicht drücken Folge. Was für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand die so dunkel, langweilig. Ich habe, glaube ich, nebenbei irgendwas anderes gemacht. Das war für Oh, mich wirklich bei Star keine. Wars Content. Oh je. Hm? Bei Star Wars Content was anderes machen. Ja, Second Screen war das nur für mich würdig. Also. Ja, nee, für mich auch. Also die Fallhöhe war ja auch immens nach den beiden Vorgängerfolgen. Ja, genau. Das war Und es wahrscheinlich primär. ja, dass da dann direkt noch ein Zweiteiler kam, aber wie er langweiliger nicht hätte sein können, da hat mich die Staffel dann komplett verloren. Also da habe ich dann gedacht, okay, Gott sei Dank, nächste Woche startet Mando. Wir haben es geschafft. Und jetzt ist es nur noch das zweite kleine Star Wars-Ding, das man Mittwoch dann halt nach Mando schaut. Aber ja, nee. Die waren nichts. Leider nicht, nee. Genau, und die Rückholaktion dann genau das Gleiche. Ich fand zwar die neue Figur nicht unsympathisch, die dabei war, aber ja, es war halt auch wieder so ein Ding. Dann hieß es ja immer, ja, beschwert euch mal nicht drüber, das ist eine Filler-Folge, ne? Und jetzt hat der Bad Batch fürs Staffelfinale den Rückgriffspunkt auf eine Mine voller Sprengstoff oder was auch immer oder voller Ressourcen mit Leuten, die ihnen wohlgesonnen sind. Das werden die bestimmt noch brauchen und ja, wie wir mittlerweile wissen, in der Staffel zumindest schon mal nicht. Das heißt, es war halt wirklich eine klassische Filler, ein klassischer Filler-Zweiteiler, so ein bisschen. Mit der ganzen Handlung der Befreiung außenrum. Klar, Ja, es wie will hatte so. man denn, ja, wie will Ja. man noch Helden in den frisch angebrochenen Dark Times
was Gutes zu tun geben, beziehungsweise Heldentaten vollbringen, anstatt jede Woche was gegen das Imperium zu unternehmen. Da braucht es dann halt solche, so einen Mikrokosmos, den sie dann irgendwie retten oder erlösen können. Das kann ich schon verstehen, aber... Ja, aber wenn dieser Mikrokosmos zumindest einen kleinen Impact über diese zwei Folgen hinaus hätte, also auch direkt spürbar, wenn sie dadurch irgendeinen Vorteil bekommen, den sie direkt einsetzen können oder den sie mitnehmen können, irgendwas am Schiff, was verbessert wird, weißt du, wie so Videospiel-Dings, du kriegst Upgrades für das, was du tust. So, ja. Oder wie bei so Rebels, wo jede kleine Filler-Folge irgendwann nochmal wichtig wurde. Wo man sich in Staffel 2 fragte, was sollte die Folge mit den Purgles? Das Finale hat es klar gemacht. Genau, und es ist halt noch schwierig dann zu wissen, jetzt bei Bad Batch, ob das jetzt alles nochmal aufgegriffen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir Benny und seine Oliver Twist-Community da nochmal sehen werden. Aber in dem Moment wirkt es halt eher so, als wir müssen es ein bisschen strecken, bis wir dann jetzt so gegen Ende der Staffel kommen und uns dann endlich mal wieder auf dieses ganze Klon-Thema einschießen können. Und das ist halt blöd, wenn man das als Zuschauer aktiv merkt. Genau, Folge 11. Clone Wars Fans are winning. Oh ja, oh ja. Es lebt. Es lebt. 2009 haben wir das letzte Mal was von gesehen, wenn man mal den Auftritt im, was war's, Age of Resistance Kylo Ren Comic rauslässt. Da hat ja Kylo gegen ein Zelobeast gekämpft. Aha. So, das war ein bisschen unsatisfying, wo ich mir dachte, okay, toll, das soll jetzt die Auflösung gewesen sein. Und dann stelle ich fest, nein, es ist in der Folge, die mit Mando 1 startet und die ich rückblickend lieber davor gesehen hätte. Also mit Mando Staffel 3, Folge 1. Nee, die Folge kam für mich gerade rechtzeitig, weil wie gesagt, die Staffel hatte mich eigentlich verloren und dann kam die und hat mich einfach nur glücklich gemacht. Ich saß mit einem fetten Grinsen vom Fernseher. Ich habe mich tierisch gefreut, dass das Ganze wieder aufgelöst wird. Ein bisschen geärgert, dass ich nicht schon am Ende von Staffel 1, wo die dubiosen Klonmachenschaften ja erstmals Thema wurden, dass ich da nicht schon überlegt habe, könnte Filoni es zurückholen? Könnte er den offenen Handlungsstrang wieder aufgreifen? Also es hat mich doch überrascht. Und das, also ich habe so ein kleines hätte ich kommen sehen, Gefühl. Aber nee, die Folge ist meine 10 von 10 der Staffel. Die hat mich einfach happy gemacht. Und da sieht man mal, was Zeit so ein bisschen machen kann, weil Zelobeast, ich weiß noch, klar, 2009 fand ich das absolut geil, ich war 11, da fand ich jede Clone Wars Folge geil, also da bin ich nicht so, war ich nicht so kritisch mit den Folgen, wie ich es vielleicht heute wäre oder bei unserem Rewatch und unserer Rezensionsreihe damals in Vorbereitung auf Staffel 7 gewesen bin bei manchen Folgen, bis auch vielleicht das Sunny Day in the Void, die fand ich damals schon langweilig. aber damals das Zelobeast, wenn man mal drüber nachdenkt, das war halt so dieser typische Godzilla-Verschnitt, ne? Also. Ja, absolut. Das ist jetzt quasi keine besonders qualitativ hochmäßige Folge. Es war damals, also ich weiß noch, warum ich sie geil fand, nämlich weil Mace Windu dabei war. Weil Mace Windu war immer geil, wenn er dabei war in den Folgen. Und es gab ja in den ersten Staffeln nicht so viele, da kam immer so. Gegen Stimmt, Ende der Staffel, ja. Also gerade in der ersten halt bei Ryloth war er mal ein bisschen prominenter dabei. Und dann halt, wie gesagt, beim Zelobeast. Und daher deshalb fand ich das schon allein cool. Aber ob ich jetzt wegen dem Zelobeast, aber was dann so Zeit macht, ne, so 14 Jahre von dieser Referenz getrennt zu sein und dann kommt's wieder, dann sitzt man auch schon im Sitz und denkt sich, yeah, sie haben es nicht vergessen, es ist wie noch da, es ist geil. Ja, absolut. Also, Da hat Zeit schon einen ganz großen Faktor soweit. Das ist ja auch, wie Nostalgie natürlich funktioniert. Ne? Genau. Das ist für uns ja immer nicht so greifbar, weil wir ja die ursprünglichen Filme nicht im Kino gesehen haben. Aber wenn das jemand damals vielleicht im Kino gesehen hat, 83, und dann kriegt er irgendeine Referenz in einer neuen Star Wars Serie, dann fühlt er sich vielleicht auch so. Ja, als Fazit, Generation The Clone Wars ist alt genug, um Nostalgie empfinden zu können. Genau. Schön. Wir haben ein neues Level unlocked. Wir können jetzt Nostalgie empfinden. Wir können wieder was spüren. Endlich. Ja, bei mir hat sich so festgebrannt, tatsächlich wegen dem emotionalen Ende. Also ich war 2009 auch 11, genau wie du. Und das Zelobeast, das hatte ja irgendwo Herz und man hat ja irgendwo mitgefiebert und gleichzeitig hat es wollte ja im Prinzip nur Palpatine fressen und damit die Galaxis erlösen, ohne dass sie es wusste. Und wie das dann so tragisch da endet, das hat schon Eindruck auf mich gemacht und sich ein bisschen festgebrannt. Ja.
Und dann auch, dann natürlich auch mit dem offenen Ende, dem Cliffhanger. Was? Ich soll es klonen? Und dann kam da nie wieder was. Und man Genau. fragt sich, lag das in den 50 verlorenen Clone-Wars-Drehbüchern, die wir da immer noch hatten? Was macht ihr damit? Was ist Dave? Und jetzt das. Ach ja, ist einfach schön. Musste es denn groß werden, damit du es erkennst? Oder hattest du schon eine Form des Kopfes, als es schon klein war, erkannt, oh mein Gott, Also du beim bist ersten es. Mal Monster habe ich aufgeschrieben, Zillow-Beast? Fragezeichen. Also beim ersten Mal, weil es noch so klein und so gehuscht ist und so, aber da es dann das erste Mal mit Strom in Verbindung kam, da war ich so, ja, ich glaube, das ist ein Zillow-Beast. So sieht es zumindest aus am Kopf. Okay. Ich finde es so lustig, dass es so seltsam aussieht, wenn es klein ist. So, also Ja, das ich hatte ist. im ersten Moment gedacht, das ist jetzt schon ein Klon-Hybrid, also ein Genau, ich habe verändertes ja, genau. Silobis. Dachte, das ist jetzt schon irgendwie verändert. Also vom Panzer her sah es schon so aus, aber irgendwie so unförmig, also so untypisch, unpassend für Silobis sah es aus. Das hat mich ein Ja. bisschen verwirrt, aber ja, scheinbar, wie du gesagt hast, war es ein Baby und ist ja dann schnell gewachsen, als es dann ausgerissen ist. Ich fand auch schön, dass sie die ganze Bevölkerung einfach verhaftet haben. Dann natürlich, ne, weil ja keiner davon Jo. erfahren soll. Ja, und wir haben ja die ganze Handlung noch mit Nala Se und Lama Su, ne? Die ja dazu überredet werden soll, für sie zu arbeiten, also für Hemlock. Das ist auch die erste Folge, in der wir Hemlock treffen, glaube ich. Genau, ja. Die Folge, in der die Staffel mal anfängt, Genau. 5 Folgen vor Folge Schluss. 11, herzlichen Glückwunsch. Hat ja nur 10 Folgen gebraucht. Gut, vielleicht die Klonverschwörung noch so ein bisschen. Aber ja, genau. Da Hemlock tritt auf und er möchte halt Omega quasi bekommen und natürlich auch Nala Sees Expertise akquirieren. Wo ich mich so gefragt habe, ist schon ein bisschen komisch, wenn man so will, dass sie halt quasi erst Kamino auslöschen und dann anfangen, Fragen zu stellen? Jo. Man hätte ja auch einfach ich meine, die Regierung hat gewechselt, die Kaminoaner haben weiterhin für sie gearbeitet, die wirkten jetzt am Anfang nicht schockiert von der Order 66 auf Kamino in der ersten Staffel. Genau, sie wussten ja auch davon, wir Genau, ja sie haben sie in Clone Wars einprogrammiert. Staffel 6, genau, nach dem Order 66 Arc rausfinden. Ja. Und von daher habe ich so gedacht, warum habt ihr sie ja nicht gleich akquiriert? Also ich meine, wieso tut er sie jetzt, also wieso werden sie jetzt erpresst? Wieso überhaupt Kamino zerstören, um sie überhaupt erst wütend zu machen, wenn man ihre Hilfe will? Damit das Imperium böse sein darf und Genau, böse also gezeigt werden darf. es wirkt halt so wie der Masterplan, dass man jetzt da das Klonzeug machen will, wo ich halt denke, nee, wahrscheinlich war es wirklich halt so, wir wollen zeigen, wie Kamino zerstört wird. Und dann, oh shit, wir brauchen die Kaminoaner aber noch, weil woher sollen wir wissen, wie man das Zeug klont? Wir müssen es ja irgendwie Ja. logisch erklären, wir sind ja nicht die Sequel-Autoren. Und deswegen hat man gesagt, na gut, dann hat halt jetzt Lama Su hat überlebt und Nala Se, da haben ja auch alle überlebt, die gerade überleben mussten. Also Bon Terry war ja zufällig auf Coruscant und die anderen waren halt, ne? Also deswegen haben halt genau Oh, die ja. Kaminoaner quasi überlebt, die man brauchte. Wo man am Anfang Genau gedacht die hat, beiden, alles wird ausgelöscht, ja. die man aus Episode 2 noch kannte. Ja. Ja. Ja, aber die Sequels, denkst du, hier wird aktiv das Geschehen auf Exegol vorbereitet oder wirklich einfach Definitiv. nur, ja, okay. Ich bin mir bislang immer noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, in beiden, was aktuell von Filoni kommt, wird das, also auch Ja. in Mendo. Und wenn es nur am Rande ist, also Okay. ich denke mal, in Mendo wird die Forschung halt weitergeführt, die jetzt in Bad Batch angefangen wird. Weil wahrscheinlich irgendwann es dem Bad Batch gelingen wird, diesen Berg zu sabotieren oder irgendwas da auf jeden Fall zu tun. Sie haben jetzt Freunde mit viel Sprengstoff, wie wir in beiden Folgen gelernt haben. Genau, Wrecker freut sich. Genau. Boom. Seine einzige Charakterisierung. Boom. Man versucht es aber immerhin manchmal in der Staffel, aber so richtig funktioniert es noch nicht, dass man Wrecker ein bisschen mehr Charakter gibt. Aber ja, genau. Also ich glaube schon, dass da irgendwie was zurückgeworfen wird und dass der Imperator aber deswegen weiterhin daran forschen will und dass es dann halt nach seinem Tod, in Anführungsstrichen, wie wir ja leider mittlerweile sagen müssen, halt in Mendo weitergeht, dass irgendwelche ganz treuen Leute da was versuchen, ihm zu helfen. Und Aber die Verbindungen sind ja auch da. Also zu den Legends mit Berg Tantis und Thrawn, jetzt bald Ahsoka. Ja gut, ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt an Klonen experimentieren, aber das große Ziel am Ende wahrscheinlich doch ist, einen Machtsensitiven zu klonen. Also Würde ja auch rein logisch, Palpatine hat jetzt das Imperium, also sein Ziel 1, Jedi-Orden auslöschen, hat geklappt und Galaxis in absolute Macht umzuwandeln. Dann wäre jetzt Schritt 2, wie wir auch aus Tarkin wissen oder aus
Ja, aus allem, was mit Darth Plagueis zu tun hat, Schritt 2 und Sterblichkeit. Und wie Genau. erreiche ich das? Über Technik und Magie im Ja. Mix. Also ich muss mir immer wieder neue Körper klonen halt. Und von daher glaube ich, dass da auf jeden Fall das Ziel am Ende steht. Jetzt eine ganz wilde Theorie. Bin Ich bin gespannt. gespannt. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja sogar. Das könnte vielleicht am Ende sogar erklären, wohin die Inquisitoren verschwunden sind. Die wurden nämlich am Ende dann Testsubjekte für dieses Klon und haben es dann natürlich nie wieder da rausgeschafft und wurden alle exekutiert. Und deswegen gibt es die in der klassischen Trilogie nicht, aber halt in Rebels und so. Interesting. Ich dachte einfach, sie wären nach und nach alle tot. Und Maul hätte ja die auf Malachor die letzten erledigt. Ja, das ist auch eine Theorie. Aber wir Ja, schauen mal. mal schauen, genau. Ja, das Problem ist halt, Reva glaube ist ich, ja was auch noch ich. irgendwo unterwegs. Wie bitte, wer? Reva ist ja auch noch irgendwo unterwegs. Ja. Ich meine, das Problem, was ich sehe, ist halt, Bad Batch, wie lange will das jetzt laufen? Also, was will das für eine Spanne abdecken? Ja. Und wie du schon sagst, ne, Rebels und so spielt ja viel, viel später. Und da ist es ja zumindest kein großes Thema. Klar, es muss jetzt nicht, die Rebels-Crew muss jetzt nicht unbedingt an diesem Klonzeug vorbeistolpern. Aber so ein bisschen ist halt die Frage, wie lange kann man das jetzt treiben? Weil es ist ja trotzdem noch eine sehr lange Zeit, vor allem bis zu den Sequels, also sind ja fast 50 Jahre. Da macht es bei Mando schon mehr Sinn, dass man da ein bisschen mehr Fortschritt hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht trotzdem so kommen wird, dass die da in ihrer Forschung zurückgeworfen oder aufgehalten werden. Ja. Und sie dann eher wieder versuchen, das zu erforschen, nachdem der Imperator wirklich tot ist. Oder sagen, shit, jetzt haben wir ein Problem. Wobei wir aus der von dir allseits beliebten Darth Vader Comicreihe Oh wissen, ja. dass drei nach der Schlacht von Yavin, also zur Zeit von Episode 5, bereits ordentlich auf Exegol was los ist. Genau, ja, das stimmt allerdings. Das ist so ein Thema, das ich auch. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mando klammern jetzt mal aus, aber sie zum Beispiel auch Bad Batch sehr stark darauf hinarbeitet, die Sequels zu kontextualisieren, ist das ein Problem oder findest du, das ist eine gute Sache? Naja, sie sind halt gegeben, wir müssen mit ihnen leben. So, es sind die kanonischen, offiziellen weiteren Fortgänge in der Galaxis, und wenn man versucht, diese weiter einzubauen, und sei es nur durch Auftauchen von Spezies und Planeten, wie es ja auch immer wieder ist, halt nach und nach dafür zu sorgen, dass sich die Sequels natürlicher anfühlen und in das große Ganze eingebettet, dann ist das, finde ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Macht die Filme selbst nicht unbedingt besser oder den Eindruck davon, aber den Kanon als Ganzes irgendwo runter. Und davon bin ich ja immer ein Riesenfan. Ja, also so sehe ich es eigentlich auch. Ich habe halt nur immer Angst, dass man sich zu sehr darauf versteift, Geschichten zugeschnitten auf die Sequels zu erzählen, obwohl man vielleicht geilere Ideen hätte. Das sehe ich jetzt natürlich nicht so. Also ich sehe das jetzt bei Bad Batch nicht so, dass es da geilere Ideen gibt. Es gibt natürlich geilere Blickwinkel, das haben wir bei der ersten Staffel schon zu Genüge herausgearbeitet, die ja immer wieder weggeschnitten werden, aber ich denke mal, die würden auch so weggeschnitten, weil Bad Batch ist Bad Batch, ob die jetzt dem Klonzeug hinterherrennen oder was anderes machen. Das Problem ist ja diese Gruppe und nicht, was sie tun. Beziehungsweise, dass mir diese Gruppe halt nichts gibt, das ist das Problem. Gehe ich mit, gehe ich Wenn mit. es jetzt geile Figuren wären, wenn es Obi-Wan, Anakin und Ahsoka wären, würde ich ihnen auch beim Kartoffelschälen zugucken und würde sagen, ey, geile Folge. Aber es ist halt nun mal leider das Bad Batch, das ist halt das Problem. Und Omega, die mir wirklich, also ich drück's diplomatisch aus, nach Omega, Ezra war gar nicht so schlimm. Also, das. Nee, überhaupt nicht. Und Ezra ist lang genug weg, dass man ihn vermisst und sich Ja. fragt, wo zum Teufel bist du und was machst du? Ich will dich wiedersehen. Genau. Gebt Selber ihn mir Effekt bitte wie in beim Ahsoka Theorie. zurück. Danke. Genau. Wie Weil. findest du eigentlich Hamlock als neuen Bösewicht, wo wir gerade noch da sind? Bisschen gewollt. Also, das ist wieder dieser typische. Wie nennt man das? Sich ruhig gebärender, also sich ruhig gebender Klischee. Bösewicht, Klischee, also ist sehr klischeebehaftet, ehrlich gesagt, ja. Also dieser Absolut. typische Klischeewissenschaftler, der wieder so diese Kühlheit hat und so Ja. distanziert ist zu seinen Testsubjekten und so Probleme gar nicht sieht, also es auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt, das wird man später beim Gipfel dann merken, wenn er sich da unterhält, dass er gar nicht so merkt, was die eigentlich für Probleme damit haben. Ist doch ganz normal, wir schaffen hier neues Leben oder irgend so ein Gelaber, was er da halt wieder macht. Also ist er so ein richtiger durchgeknallter Wissenschaftler, so ein bisschen in der Richtung. Ja. Es stört mich Ich jetzt finde. nicht, hatten wir noch nicht so oft, aber ja, Genau, ist ja. jetzt keiner, für den ich wahrscheinlich
die ich mir an die Wand hängen würde. Also als Poster oder so. Nee, Würde nee, jetzt nee. sagen, oh, Oder den geil, Hemlock, cosplayen würde. coole Figur, ja. Ich find sein Design ganz nett. Also von Outfit über diesen Handschuh, den schwarzen Handschuh, den er immer wieder anfasst, als ob es eine Prothese wäre. Und also es sind so kleine Details dann, wie die Narbe überm Auge. Also ich würde gerne ein bisschen mehr über ihn wissen, aber wenn Bad Batch Staffel 3 jetzt wieder 1,5 Jahre dauert, bis das weitergeht, werde ich ihn auch nicht lang vermissen. Da gibt es ja Genau, schon aber ich finde ihn, die ja. Theorie, weil sie auf der. Also, ich habe mich ja gewundert, warum es auf der Star Wars Celebration Bad Batch Panel gibt. Und da haben jetzt einige die Theorie geäußert, dass es ja sein könnte, dass angekündigt wird Bad Batch Staffel 3 im Herbst, weil sich die zweite Staffel jetzt so lange verschoben hat. Also, dass man jetzt versucht, wieder in den. Also, wenn es jetzt gut, wenn sie jetzt wieder Herbst ankündigen und dann kommt es nächstes Jahr im Januar, ist es halt auch wieder so das Problem. Aber dass sie halt zumindest jetzt versuchen, schnell weiterzumachen, weil die Produktion ja schon weitergelaufen ist. Aber irgendwie hat sich es wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, warum sie es eigentlich so lange verschoben hat. Es wirkt jetzt nicht so, als ob die erst fertig geworden sind. Nee, ich denke mal, das hatte einfach mit dem Schedule-Plan zu tun. Also den, was bringen wir wann? Und da kommt Andor und dann setzen wir es lieber ans Anfang des Jahres und machen es mit Mando dann leicht überschneiden. Also das Gefühl hatte ich eher. Sehr mäßig ein Lucasfilm-Animation-Projekt kommt. Ja, aber da können wir, glaube ich, nur spekulieren. Vielleicht ist Staffel 3 ja auch schon die letzte, wenn wir Glück haben. Kann sein, wenn wir Glück haben. Resistance wurde angekündigt, Staffel 2 ja damals dann auch schon gleich als Finalstaffel. Rebels hatte 4 Staffeln und Bad Batch als auch qualitativ irgendwo dazwischen mit 3 Staffeln, das würde doch passen. Ja. Mit dem großen Finale dann auf Tantis. Genau. Wo ich ja eigentlich dachte, kommen wir jetzt schon in Staffel 2 hin im großen Finale. Spätestens seit man wusste, Folge 15 heißt The Summit. Ja, aber leider woanders. Aber da kommen wir gleich noch hin. Dann haben wir nämlich wieder eine Folge, die wieder ein bisschen besser ist, weil da kommt das Bad Batch nicht drin vor. Der Außenposten. Ja, das Eis und Ehre von The Bad Batch, würde ich mal Genau. sagen. Also ja, also wirklich eine 1 zu 1 Absolut. Kopie quasi. Ja, war eine schöne Folge. Auch hier habe ich wieder ein Absolut. bisschen Probleme mit dem Bösewicht, also dem General. Weil das halt einmal alles so übertrieben ist, weißt du, so. Also richtig plakativ übertrieben in seiner ganzen Art, wie er sich verhält und dann immer noch mal einen Spruch reindrückt und so. Das ist halt dann immer so ein bisschen zu viel in meinen Augen. Ist jetzt nicht, dass ich deswegen sage, oh, es funktioniert nicht, sondern ich finde es schon gut für Crosshair, dass er da merkt, okay, das sind wirklich Arschlöcher. Ich habe keinen Bock mehr darauf und knall den jetzt ab. Wobei ich mir da auch irgendwie vorgestellt habe, dass Crosshair, gut, das war eine emotionale Reaktion, aber ich hätte Crosshair da ein bisschen klüger eingeschätzt. Hätte ihn ja auch irgendwann mal heimlich um die Ecke bringen können. Und Wenn nicht in keiner dem Moment. guckt, ja, Ja, genau. Also. aus 300 Metern Entfernung. Ja, 100.000 Spiegel vorher aufgehangen und dann irgendwie um alle Ecken rumgeschossen, um ihn dann heimlich nachts irgendwie auszuschalten. Hätte ja auch funktioniert. Aber gut, Ja, ich aber glaube. das hätte ja die geplante Story nicht vorangebracht, Genau, und ich diese kaufe ihm auch Filme. ein bisschen zumindest diese Emotionalität ab. Also, dass er so als eine Affekthandlung halt war. Ja. Dass er so ein Ja, bisschen ab. die Folge ja auch musikalisch schön hingearbeitet und ihn noch diesen Nahtoderfahrungen ausgesetzt damals. Also das war schon irgendwo logisch dann in dem Moment. Genau. Also von daher, das funktioniert. Und es hilft ja auch dabei, diese Affekthandlung ist ja quasi auch genau dieser starke Kontrast zu seinem sonstigen eben kalkulierenden Handeln. Also dass er eben plötzlich so menschlich wirkt. Wobei er vorher immer derjenige von der Gruppe ist, der so kalt und distanziert halt wirkt. Also eigentlich so, als würde er perfekt ins Imperium passen. Und da ist es eben dann genau das Gegenteil. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut und ist auch für mich nachvollziehbar. Pabu. Ja, erfrischend, dass mal nicht das Imperium die Bedrohung war, sondern was ganz Normales, eine Naturkatastrophe. Das hat mich doch überrascht. Naja, es gibt ja die Theorie wieder, dass es Scarif ist und dass da Waffentests auf der anderen Seite des Planeten durchgeführt werden. Ach. Deswegen kommt es zu so großen Sturmwellen. Ach, ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe nicht. Fand halt die Bilder so geil. Leute haben halt einen größtenteils, sagen wir mal, paradiesischen Planeten genommen oder haben das Bild von diesem genommen und haben Scarif daneben gelegt und haben gesagt, hey, das sieht gleich aus. Ja, es ist Wasser. Also, da ist Wasser und Landmasse. Wenn wir jetzt in wirklich einer Galaxis leben würden, wo auf fast jedem Planeten
Landmasse und Wasser ist, würde fast jeder aussehen wie die Erde. Wenn man jetzt nicht so genau hinguckt. Arcto ist doch, sieht doch genauso aus von oben. Ja, genau. Vielleicht also, ist Habu auch Arcto, deswegen findet es keiner. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber ja, Pabu. Ich tatsächlich fand es schade, dass es da eine Naturkatastrophe gab. Weil ich muss sagen, so langweilig ich manche Folgen auch fand, obwohl bei der sich am Anfang nicht angedeutet hat, dass da jetzt groß Action drin sein wird, habe ich die tatsächlich zugeguckt und habe gedacht, das ist mal ganz nett, mal so eine ganz ruhige Folge in der neuen Community. Mhm. Mal so ein bisschen so durchatmen und dann kommt wieder dieses Ding mit der Welle, wo ich so gedacht habe, nee, das ist schon wieder zu apokalyptisch, das passt nicht so richtig dahin zu diesem Gefühl der Geborgenheit, was man da eigentlich zeigen will. Das heißt, für mich war das eigentlich schon wieder zu viel. Das hätte die Folge noch durchziehen können. Ja. Genau. Und dann am Ende für die nächste Folge vorbereitend, dass sich dann wieder was andeutet, aber ja. Ja. Folge hätte einfach mal Traumschiff bleiben sollen. Aber wurde dann leider zu, keine Ahnung, ich kenne keine guten Filme mit Flutwellen. Gab es da nicht mal irgendwann auf Thailand? Nee, wo war das? Auf Thailand vor allem, sehr lustig. Dieses 2007 oder wann das da war, dieses Event, da gab es auch mal einen Film mit Tom Holland und so. Weiß nicht, wie er heißt. Mit Ewan McGregor war das auch sogar, oder? Ja, Titel müsste ich jetzt googeln. Aber das sieht ja auch auf so einem Fahrenbegebenheit, Tsunami-Ding, also sowas. Ja. Sowas wollte ich nicht, ich wollte dann eher Traumschiff. Aber gut, die schönsten Reiseziele. Und dann kommt es zum Wendepunkt, und zwar auch in den Folgen. Und wir haben wieder so eine halbe Crosshair-Folge zumindest. Ja. Und die Klone werden von Balmorra verlegt. Das hat mich natürlich als Star Wars Republic-Fan sehr gefreut. Also Balmorra ist ja so die typische republikanische Gefängniswelt in dem Spiel. Und schön, das wurde ja auch schon in Endor referenziert und jetzt hier auch nochmal. Genau, und Chi-Chu-Chi ist auch wieder dabei. Und wie gesagt, auf Pabu lebt das Bad Batch sein Leben. Und wir haben ja noch gar nicht so groß die Spaltung, ne, die sich durch die Gruppe gezogen hat, besprochen, dass Echo plötzlich weg ist. Stimmt, seit wann eigentlich nochmal? Seit Silopis oder vorher schon? Vor, ne? Ach genau, seit Folge 8. Seit dem Klon-Ding auf Coruscant. Genau. Ja, nehmen wir einfach mal, geben wir euch nicht Rex oder Cody oder Echo, der auch schon seit The Clone Wars Staffel 1 dabei war, und verfolgen die weiter, sondern nehmen wir die weg und lassen euch mit dem Bad Batch allein. So fühle ich mich als Zuschauer, als sie Echo weggezogen haben. Als würde man eine Hauptfigur der Serie ab jetzt interessantere Dinge erleben lassen, als die eigentlichen übrigen Hauptfiguren und die Sachen, die man in den folgenden Folgen zeigt. Schade. Wirklich, wirklich schade. Ja, genau. Also, wie gesagt, du hast es ja schon angesprochen. Es ist aber auch das Problem, dass es so geil inszeniert ist. Also auch der Anfang von Folge 14, diese Rettungsaktion der Klone von ihren Brüdern, funktioniert halt auch so super. Und ich denke so, kurz drauf schalten wir nach Pabu und gucken dabei zu, wie Tech Omega Flugstunden gibt. Und ich denke so, weißt du, das ist halt so, was mich so ein bisschen stört. Wenn die anderen nicht auch noch so cool wären und so coole Handlungsstränge hätten, wäre es ja nicht so schlimm. Aber wir mögen halt nur mal diese klassischen Klone und nicht diesen Bad Batch-Verschnitt. Eben, man möchte doch eine ganze Serie davon haben. Und Captain Hauser kam ja auch wieder aus Staffel 1. Genau. War ja auch Teil der Truppe, ja. Das ist einfach schade. Die kleinen Lichtblicke. Es ist, als würde man den Knochen sehen, aber, oder wenn man Esel ist, den Köder vor sich haben und drauf zulaufen, aber die Serie zieht ihn wieder weg. Ja. Immer wieder. Na gut. Reicht, dass man weiterschaut und sich weiter ärgert. Genau, und dann ist die Frage, ist es eine Falle, dass Crosshair sie kontaktiert oder nicht? Weil er hat sich auf Tantis mittlerweile mal aus seinem Gefängnis kurz befreit, um sie zu warnen, dass sie auch noch hinter Omega her sind. Ja. Und jetzt wollen sie ihn aber retten, weil er ist ja schließlich einer ihrer Brüder. Genau, und Pläne gibt es nur als Schnapszahlen. Genau, wir kommen dann zu Plan 98 und dann Plan 99 am Ende. Wow. Ja. Wir kommen dann nämlich zur Folge 15. Finde ich tatsächlich auf Deutsch fast noch witziger den deutschen Titel, der Gipfel. Also fast besser als Summit, weil. Ja, fast schon trippeldeutig, ja. Ja. Also von daher, das fand ich gar nicht so schlecht. Es war aber dann nicht auch ungewollt, ne? Also, aber fand ich halt lustig, dass es. Also erstmal schön, dass es auf Eriadu ist.
Absolut, absolut. Das erste Mal haben wir es ja jetzt in Bewegtbildern gesehen. Ja. Sonst Ja davor gut, nur viel in gesehen Romanen haben wir oder ja nicht. Comics. Nee, aber es kam vor. Ja. Es kam vor. Also schon die Erwähnung hatte mich gefreut. Auch schön, dass sie Seilbahn da haben, finde ich. Ja. Unterstützenswert. Ja, und da wird ganz schön viel, also das ist wieder das, ne? Man kriegt wieder diesen Einblick in die größere Galaxis, in die spannendere Galaxis, das, was man eigentlich sehen will. Es wird die Tarkin-Doktrin besprochen. Also zumindest wird nicht namentlich genannt, aber es wird zumindest, wäre auch ein bisschen blöd, wenn Tarkin jetzt sich selber, wenn er jetzt gleich am Anfang selber diese Doktrin so nennt. Aber es wird zumindest gesagt, ja, wir haben jetzt hier die Kontrolle, aber wir müssen irgendwie durch Terrorherrschaft jetzt die Kontrolle auch behalten, ne? Und Exempel statuieren und so. Und dann soll Krennic noch vom Projekt Kleiner Stern erzählen und sowas. Das zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so hieß. Das Ah. habe ich mich auch gefragt, ne? Ja. Es kommt erst, wenn Galen zurück ist, wird das erst so benannt. Ja, weil er ist ja aktuell gar nicht da, also wieso sollte er das so Nee. benennen? Das dauert noch 5 Jahre. Es war einfach damit die FilmzuschauerInnen sich freuen können, dass sie genau wissen, worum es da geht. Aber generell die Besetzung auf dem Gipfel fand ich ganz schön. Also der Romoni, den wir auch gerade in den Vader Comics haben, ne? Ja, stimmt, ja. Der saß dabei noch mit, zwar immer noch mit Halbglatze, aber mit etwas längeren Haaren. Das sah witzig aus, den Romoli mal in Jung zu sehen. Und dann den Admiral aus den Clone Wars Folgen über der Zitadelle, der ja da auch schon mit Tarkin zu tun hatte, der auch meint, ich hatte schon mit Klonen zu tun. Sowas freut mich doch immer. Ja, also das, Genau, und das. ich fand auch schön, dass die sich auch für die Klone ausgesprochen haben. Also, wie er schon gesagt, ich habe mit Klonen zusammen gedient und so, ne? Und wir können jetzt nicht einfach diesem komischen Doktor da geben, damit er irgendwelche Experimente durchführt, nur weil sie Eigentum der Republik oder beziehungsweise des Imperiums sind. Fand ich schön, dass da auch noch so eine menschliche Komponente trotzdem mit drin ist. Ja, voll. Macht das Ganze dann auch glaubhafter, weil ja auch viel, weißt du, in Mando haben wir es jetzt genau andersrum. Ehemals imperiales Personal wird neurepublikanisch. Und hier haben wir ja diesen Prozess von der anderen Richtung. Und es ist ja jetzt nicht jeder ein Tarkin gewesen, so, der in der Republik gedient hat, aber trotzdem jetzt noch im Amt ist. Und insgesamt hat der ganze Gipfel, der ja recht überschaubar war mit seinen 4 Teilnehmern, Gab auch mich kein auch ein Buffet. bisschen, nö. Mich ein bisschen an diese Sitzung aus Nachspiel erinnert, wenn ich erinnerst, die wir dann nach dem Fall des Imperiums haben, beziehungsweise nach Endor erstmal, aus dem ersten Aftermath-Band. Müsste ich jetzt zugeben, dass Genau. ich das nicht gelesen habe. Ah, hast du nichts verpasst. Ich habe Pflicht nicht, Nachspiel weiß sie, immer noch glaube ich, nicht. Ich bei. habe so oft versucht anzufangen. Ich bin auch beim Ja. ersten, glaube ich, bei 33% oder so gewesen, aber Ja, ich okay. kam einfach nie weiter. Ich fand es so langweilig und nachdem ich so oft gehört habe, dass es nicht so gut ist, Nee, ist es nicht. von daher habe ich dann Aber, immer aufgegeben. Aber ich will jetzt die ja. Alphabet-Dings lesen, wenn sie dann endlich mal komplett auf Deutsch da ist. Ja, die sind besser. Die sind, was Aftermath hätte sein sollen. Aber das ist gerade off-topic. Da haben wir auch. Haben wir dazu Jedi-Casts? Ich Nee, weiß eben noch nicht, gar ich muss es nicht. ja noch lesen. Ah. Aber dann mache ich Ja, ja stimmt. bald. Du Vielleicht bist können wir ja dann an welche jedem machen. dabei, Ja, Tobi, genau. tut mir leid. So. Also Alles gut. So. Genau, aber zurück bei zu Alphabet bin ich dann Bad. auch dabei. Zurück zu Bad Batch. Also, oder noch kurz Aftermath. Es gibt da diese Konferenz im ersten Band. Das ist der MacGuffin, der über die Zukunft des ganzen Imperiums entscheiden soll. Und dann nehmen da 4 Personen teil, unterschiedlichen Ranges. Niemand, der wirklich wichtig ist, außer jetzt Admiralin Sloan. Und genau, daran hat mich jetzt das ein bisschen erinnert, zum Anfang des Imperiums, diesen Gipfel abhalten, über ein paar Projekte redend und ein paar bekannte Gesichter. Ja. Und dann sehen wir noch jemand anderes alten Bekannten wieder, der in allen Star Wars Medien, die in der Zeit spielen, sich mal zeigen muss. Egal ob Jedi Fallen Order, ob Rebels, Rogue One, Saw Gerrera. Ja, da ist er. Aber mit dem haben sie ja schon mal gesprochen, oder? Der war doch in Staffel 1 dann scheinbar auch Der war in schon. Staffel 1, genau, Ja, ganz habe am ich wieder Anfang. vergessen, aber er hat es Man ja muss auch nochmal das gesagt. Charaktermodell wieder benutzen, ne? Ja. Aber weiß nicht, fand ich gar nicht so schlecht. War so ein bisschen Nee. das schöne Ablenken davon, dass man jetzt noch nicht zu diesem Mount Tantiss halt kommt. Ja, was ich eigentlich total erwartet hätte fürs Staffelfinale, Genau, allein ja. weil die Folge The Summit hieß und wir das schon ein paar Wochen vor Start der Staffel wussten, genau. Also gerade sowas halt dann, ne, mit den Erwartungen halt spielt. Das fand ich ganz nett. Mag ich immer. Voll. Vor allem in so einer klassisch durchstrukturierten Serie, die jeden Twist 3 Folgen vorher uns ins Gesicht schreit, ja.
Genau, und sie fliehen ja dann mit der Gondel, aber dann kommt es zum Stromausfall und damit bleiben auch die Gondeln stehen. Horrorszenario jedes Sommerurlaubs. Und Tech fällt in der Folge darauf. Nach einer etwas in die Länge gezogenen, hey, ich muss das neu starten, hey, ich muss zurück zur Gondel rennen, hey, ich fall runter. Also hat sich ein bisschen gezogen, aber dann fällt er. Wenn er schreit, dann fällt er. Plan 99, weil er sich damals auch 99 für seine Brüder geopfert hat, hat man das Plan 99 genannt. Sehr poetisch. Was ich gleich wieder gedacht habe, okay, erstmal bin ich jetzt nicht der größte Tech-Fan, aber allein davon abgesehen, das Problem ist halt einfach, ich weiß jetzt schon, dass er nicht tot sein wird. Schade. Wirklich, wirklich schade. Oder? Oder Ja, glaubst du, dass er tot ist? ich hätte es nach der Folge, bin ich ehrlich, hätte ich es gedacht, aber als ich dann ein paar Kommentare gelesen habe und mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, habe ich dann auch gedacht, ja, oder eigentlich doch nicht. So. Ist doch viel, was wieder dahin deutet. Und Maul war nicht tot, Palpatine war nicht tot und beide wurden sehr deutlich getötet. Ja, Eigentlich. ja. Warum sollte dann nicht noch so ein Tech oder Echo, bestes Beispiel, Echo war auch nicht tot. Genau. Warum sollte das jetzt anders sein mit Tech? Was ich aber so schade finde, ist, dass ich es wirklich gut inszeniert fand eigentlich. Also klar, es wurde in die Länge gezogen, aber trotzdem habe ich mich gefragt, machen sie jetzt nicht, oder? Und dann ist es aber doch passiert und dann mit der schönen Omega Point of View kurz und generell der ganzen Musik und der kurzen Trauerszene bei Sid. Also es wäre jetzt ein wirklich schön inszenierter, emotionaler Serientod, wenn es dabei bliebe. Und Das ist ja der deswegen hoffe ich Punkt. das, weil es würde es wieder Ja. komplett ad absurdum führen und dann hätte man sich's auch sparen können. Das ist ja das. Und ich fühle mich halt mittlerweile schon in diesem automatischen Modus drin, dass ich sage, bei Star Wars stirbt eh keiner mehr wirklich. Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Also so geil ich auch fand, dass Maul zurückgekehrt ist und alles, so stimmig ich fand, dass Palpatine zurückgekehrt ist, konnte ja nicht mal Poe glauben. Finde ich es halt jetzt Somehow. hier, ja, somehow he returned. Aber bei Tech. Wenn er tot ist, was geil inszeniert. Und dann hat es für mich vielleicht rückwirkend, wenn es jetzt wirklich so bleiben sollte, auch noch einen Impact. Aber in dem Moment war ich direkt zynisch und habe gesagt, ja, zeig mir halt, wie er runterfällt. Deswegen ist er ist eh nicht tot. Also, es ist jetzt so ein typisches Captain America Bucky Barnes Ding vielleicht. Weil wir auch schon etabliert Oh bekommen Mann. haben, dass da irgendwie was mit. Wir haben ja auch in der Folge 7 und 8 haben wir diesen Attentäter-Klon gesehen und so. Ich kann mir da Ja. schon vorstellen, dass der dann von diesem. Und Hemlock gibt den anderen ja am Ende auch noch oder zeigt ihm am Ende auch noch sein. Die Brille von Tech. Wenn er es ernst gemeint hätte, Hemlock, dann hätte er ihm den Kopf von Tech hingelegt. Und nicht die Brille. Ich weiß, es ist eine Kinderserie, aber trotzdem. Dann hätte ich es geglaubt, dann wäre es emotional gewesen. Ihr müsst mir den Kopf von Tech zeigen. Aber nein, Oder ja. wir bekommen nur die Brille. Und da weiß ich schon, okay, die haben ihn gefunden und haben ihn halt wieder stabilisiert und. In der nächsten Staffel kommt dann irgendwann die Überraschung, oh, Crosshair, Tech und Omega sind alle zusammen in dieser Anlage und versuchen wahrscheinlich irgendwie zusammen zu entkommen. Bam. Und dann weiß ich halt schon, Überraschung. dass es nicht so emotional ist, wie mir die Serie das aber verkaufen will. Und da fühle ich mich halt auch ein bisschen emotional verarscht. Absolut. Und das stört mich halt bei Absolut. sowas. Genau, aber auf Ord Mantell soll getrauert werden. Und Sid verrät sie ans Imperium. Genau. Und Und da kriegt den DJ-Koffer. Ja. muss ich sagen, so als Staffelfinale war das schon ganz schön, bis auf Text ho vermeintlichen Tod, ganz schön unspektakulär, oder? Auch also so die Flucht von Ord Mantell, alles so klein irgendwie, so bescheiden. Wobei der Feuergefechtsgrad wurde hochgeschraubt, immerhin. Ja, Also ich gut, hatte das das ja. Gefühl, in den letzten beiden Folgen gab es mehr Schießereien mit Sturmtruppen, beziehungsweise waren sogar Klonkommandos hauptsächlich, als in der übrigen Staffel davor zusammen. Und dadurch wirkte es ein bisschen mehr nach Finale, finde ich. Ja, und dann haben wir ja so ein bisschen die Confirmation eigentlich schon, dass es halt die Sequels vorbereitet, weil Nala Se halt sagt, was der Imperator möchte, ist unmöglich. Ja. Und ich denke mal, die meinen damit halt Unsterblichkeit. Und Weil kann. Dr. Pershing dann später, ein Mann nur, der ja auch in dem Hologramm deutlich redet von Spendern mit MIDI-Wert, Genau. was ja auch dafür spricht für machtsensitive Klone und später Race-Eltern, ja.
beziehungsweise Rays Vater, ja. Ja, und dann der Twist oder beziehungsweise der Cliffhanger ist, dass diese Assistentinnen, die um Hemlock rumlatschen, auch Klone sind und quasi Schwestern von Omega. Habe ich nicht kommen sehen. Also es hat mich überrascht, aber lässt mich auch ein bisschen kalt. Ja, tatsächlich. Oh, also, guck an. Okay. Es gibt auf StarWars.com einen Artikel, die Sprecherin dieser Assistentin redet über den großen Cliffhanger, heißt der Titel. Und ich dachte so, hä? Ach so, das? Ja, gut. Da war ich so ein bisschen, okay, sind halt Klone. Wahrscheinlich halt normale, ne? Also, scheinen ja auch doppelt so schnell zu altern. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt so besonders ist. Fand ich jetzt nicht. Für mich nicht. Nee. Also die Erklärung, die ich mir halt aktuell hole, ist, die Kaminoaner haben es geschafft, den Alterungsprozess zu verdoppeln. Und der Imperator will, dass sie es quasi in die andere Richtung korrigieren. Also sie sagen, nicht normal, sondern langsamer noch. Und dadurch halt quasi Unsterblichkeit erreichen. Das ist so das, was ich mir vorstellen kann, warum man halt unbedingt auch die Kaminoaner braucht. Weil Klonen an sich hätte man wahrscheinlich auch, ja gut, ist bei Star Wars ja auch immer wieder gesagt, dass Kaminoaner, ne? Die einzigen sind, die das können, aber ja, dass sie halt... Gute immerhin, laut Dexter. Ja, dass die halt quasi bei den YouTube-Geschwindigkeitsdingern nicht zweimal, sondern 0,25 oder sowas machen. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Ob das dann am Ende so ist, keine Ahnung. Aber die Vermutung liegt zumindest nahe auch vom Palpatine aus, dass er sagt, hey, wenn die Leute schneller altern lassen können, können sie doch bestimmt auch die Sachen so modifizieren, dass sie langsamer altern. Vielleicht ist ja das... Am Ende stellt sich noch raus, dass die Yoda-Spezies eine Kreation der Kaminoaner ist und die deswegen so langsam altert. Jetzt bist du baff, hm? Weiß ja nicht. Deswegen Maskanata haben die keinen Heimatplanet. Maskanata zum Beispiel ist ja älter als Yoda. Ja, die auch noch. Guck dir doch an, wie verschrumpelt die ist. Das ist bestimmt auch modifiziert. Ja, vielleicht geht's ja schon in Jedi Survivor ein bisschen damit weiter. Vielleicht ein ganz klein bisschen. Könnt ihr mir tatsächlich vorstellen, dass da irgendwie was aufgegriffen wird, weil... Ja. Ja, weil ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch alles ganz schön vernetzt. Tank und so. Trailer. Ja. Ja, ja. High Republic. Mal schauen. Genau, wir haben den Podcast zur ersten Staffel ja genannt The Bad Blickwinkel. So rum. Ist es jetzt anders? Also du hast ja geschrieben, dass die spannendsten Themen, wie gesagt, außerhalb unseres Point of Views passieren. Sowas wie vor allem halt mit Rex und Echo. Und das ist in der zweiten Staffel dann wahrscheinlich nicht viel besser geworden, oder? Nö. Kann man, glaube ich, als Fazit ganz gut bringen. Es hat sich eher noch verstärkt. So, die Bad Batch-Folgen sind von mittelmäßig zu noch langweiliger geworden und die Folgen darüber hinaus von interessant zu wirklich gut. Ich habe eher das Gefühl, die Blickwinkel entfernen sich voneinander. Die Schere wird größer. Ja. Also irgendwie ist der Bad Batch auch, weil sie halt auch, das suggeriert uns ja die Serie, das ist ja das, was mich so ein bisschen auch nervt. Die haben ja auch gar keinen Bock auf das alles. Ja. Also am liebsten würden sie jetzt auf Pabu sitzen, wenn sie jetzt nicht gerade am Ende Omega entführt hätten, wären sie auf Pabu sich niedergelassen. Und dieser Antrieb, den Rex und Echo und so haben, ihre Brüder zu retten und das haben die ja gar nicht. Es ist eine Motivation und ein Ziel, was Figuren vorantreibt. Ja. Und die stolpern einfach nur dadurch und sind gefühlt halt immer gerade da, wo die SchreiberInnen sie haben wollen. Und es nervt halt auch, weil sie geben sich Pläne wie Plan 99, weil sich 99 für seine Brüder geopfert hat, aber dann haben sie kein Interesse daran, bei Rex und Echos Versuch mitzumachen, die Klone zu retten. Also, weißt du, so. Ja. Nur wenn halt jetzt gerade mal für sie was im Argen liegt, wenn halt Crosshair jetzt vielleicht mal, weil er mal früher ein Teil des Teams war, muss man halt trotzdem mal reagieren, wenn er was will. Oder weil Omega entführt wurde, dann ist es in Ordnung. Dann helfen wir natürlich gerne Echo und Rex. Aber so für die Sache an sich, wie in Queen's Jedi Fallen Order, für die Sache, dieser tolle Ausruf, machen sie nicht. Und das stört mich halt, weil das passt halt nicht. Wenn ich schon eine Geschichte mit Klonen erzähle, dann committe sie doch auf diesen Weg. Und sagt, ja, sie sind jetzt aktiv daran beteiligt, ihre Brüder zu retten. Nur weil die halt ein bisschen
Außenseiter sind, heißt es auch nicht, dass sie deswegen kalt gegenüber ihren Brüdern sein müssen. Ja. Das ist schade. Sie sind halt rein optisch etwas individueller durch die verschiedenen Gesichtszüge als die anderen Klone. Und das und dieser starke Stereotypencharakter wird der einzige Grund sein, warum die Truppe als Zentrum vom Clone Wars Nachfolger ausgewählt wurde. Also anders kann ich mir das halt auch nicht logisch erklären. So, eine Serie zu vermarkten, in der alle Hauptfiguren gleich aussehen, ist schwierig, aber bei der geht's ja noch. Da klingen sie ja im Prinzip nur gleich, sind ja sehr stark voneinander zu unterscheiden. Und da wird sich die Marketingabteilung gedacht haben, aha, ja, das wird funktionieren. Das bietet sich doch an. Ja, dann hätte ich aber Naja. 100-mal lieber eine Serie geguckt, in der Rex und Echo Ja. und so weitermachen Und Cody. und Cody, Und in überlebende Jedi, wie Quinlan Voss oder Gungi. Gungi. Genau. Und ich meine, Ach Klone sehen ja ja. schon ewig nicht mehr gleich aus. Also jetzt auch hier die eine, wie gesagt, in Folge 14 am Anfang. Wenn sie ihren Helm aufhaben, was ja der Bad Batch meistens auch hat, dann haben sie ja verschiedene Markierungen und so und die Sprecher leisten gute Arbeit, also sowohl im Englischen als auch im Deutschen, dass auch die gleich aussehenden Klone unterschiedlich klingen. Also meiner Meinung nach ist es jetzt nicht das, wäre das nicht das Problem gewesen, wenn ich Nee. also 100-mal Nee, lieber einen Rex meiner auf einem auch Cover nicht. als eine Omega. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das halt die interne Auf Lucasfilm-Argumentation jeden dahinter Fall, ist. ja. Genau. Gerade halt, wie du ganz Ja. am Anfang auch gesagt hast, mit diesen Stereotypen halt, wie sie Ja. agieren, dass sie halt nicht diese normalen Durchschnittsklone sind. Also jetzt abgesehen vom Aussehen halt, sondern halt auch, wir brauchen einen, der stark ist, also wir brauchen einen Sepp, Genau. wir brauchen einen guten Piloten, wir brauchen einen, der das alles zusammenhält, wir brauchen einen Ja. Techniker und so, das Ist ja ist. auch irgendwo klar, dass Kids einerseits klar die Figuren unterscheiden können, wenn sie nur wöchentlich einschalten, um halt bei der Stange zu bleiben. Andererseits für diese klassischen Werte, die halt bei solchen Serienbesetzungen dann auch passen, wie wer hat die, wann die, welche Stärken, welche wann zum Einsatz kommen und wie die sich ergänzen. Das kann ich ja irgendwo nachvollziehen, dass es das klassische Modell ist. Aber ändert ja nichts dran, was wir dann gerne von der Serie gesehen hätten. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, egal wie lange sie jetzt noch läuft, ob eine Staffel, ob länger, dass sich da noch mal groß was ändern wird, sondern das wird weiter die Formel bleiben, die wird schon durchgedacht sein, grob. Und so ist es dann. Müssen wir mit leben. Nee, ich finde halt nur das, klar, das kann man als Argument nehmen. Ich finde halt, man verkauft damit oder wenn man sagt, dass es die Kinder nachvollziehen müssen können oder können müssen, das ist für mich so ein bisschen eine Vereinfachung halt, weil ich meine, wir haben Clone Wars auch verstanden. Und das war zumindest. Also wenn ich an Umbara-Arc oder so denke, wenn ich da die Klone auseinanderhalten kann, also Halleluja. Und da sahen sie auch alle Ja. gleich aus. Oder wenn generell an Clone Wars, ich meine, wir hatten alle 3, 4 Folgen andere Figuren im Fokus. Ja, es hat Und ja trotzdem genau, funktioniert. damit habe ich auch Aber gelebt. Und das war ja gerade das Geile an Clone Wars. Also ich ja. Aber glaube, damals damit. hatten wir auch so tolle Sachen wie eine einführende Wochenvorschau-Stimme und einen Spruch am Anfang jeder Folge. Das haben wir ja jetzt auch alles nicht mehr. Diese Rahmenbedingungen. Genau, Ja, also wie ja. gesagt, ich glaube, die Kinder da als Vorwand, auch von Lucasfilm aus jetzt, also nicht von dir, aber so generell so zu nehmen, zu sagen, ja, wir brauchen hier klare Gruppe, wie schon bei Rebels, mit denen man sich identifizieren kann und die sich dann durchziehen, das finde ich einfach billig, weil uns hat es auch nicht geschadet, dass wir Clone Wars geguckt haben Ja. mit sehr vielen verschiedenen Point-of-View-Figuren. Es hat eher noch mehr Bock gemacht, weil das Universum so Total. unglaublich groß wirkt. Total. Ja. Das ist ja das. Also ist ja ganz klar, bei Rebels hatten wir Lothal, jetzt haben wir beim Bad Batch irgendwelchen Planeten, die nur einmal vorkommen und halt ihr komisches Schiff, dass man halt nicht die ganze Galaxis abdecken kann, wenn man sich nur auf eine Gruppe fokussiert. Und dadurch wirkt es dann halt, wie du sagst, auch, dass man immer ein bisschen gerade nicht die spannenden Orte besucht, wo gerade spannende Zeug los ist. Was halt so eine Clone Wars-Struktur ganz einfach hätte lösen können. Aber ich weiß nicht, warum man, vor allem weil halt Bad Batch auch noch im Stil von Clone Wars ist, warum man das nicht einfach macht. Also man hätte es ja auch einfach ganz, nicht einfach The Clone Wars, sondern The Dark Times nennen können. Ganz plakativ. Ja, Und hätte halt wirklich hätte ja auch gelegen. diesen Umbau machen können. Und hätte von mir aus den Bad Batch halt mal als Nebenfiguren auftreten lassen können. Ja, so ein Arc pro Staffel, der Ja. hat ja auch in Clone Wars Staffel 7 noch funktioniert, klar. Aber immerhin sieht's gut aus. Wunderschön animiert und die Musik ist erhaben. Kevin Kiner nach wie vor top. Das auf jeden Fall. Also Musik ist halt bei mir, das habe ich glaube ich damals auch schon im letzten Podcast gesagt. Musik ist bei mir immer was, wenn ich es nicht merke, dann ist es gut.
weil es halt sich mittransportiert. Also wenn es mir nicht negativ auffällt. Musik ist bei mir so, das gehört zum Grundrauschen der Folge dazu. Und das ist eher ein Kompliment, als dass es jetzt eine ambivalente Haltung gegenüber der Musik wäre. Ja. Ja, für mich verstärkt Musik viel. Genau. Ja, wie gesagt, bei mir wahrscheinlich unterbewusst auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann immer meinen Finger irgendwo hinzeige und da, das kenne ich oder das ist jetzt geil oder das ist geil, sondern in emotionalen Momenten und wenn die Musik passt, dann funktioniert die auch. Das meine ich damit, eher so. Aber ich habe, das ist wirklich das eins der wenigen Sachen, bei denen ich mir bei Filmen und Serien nie wirklich groß Gedanken mache. Also ich gucke auch nie groß Scores nach oder so, obwohl ich eigentlich ein großer Musikfan bin. Aber so das Filmscore ist das wirklich bei mir so, wenn sie gut sind, bei den Filmen von Star Wars und so, die laufen halt mit und dann verstärken die Szene, die ich gerade sehe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach noch sagen könnte, das und das und das hat mir jetzt besonders gut gefallen. Ja. Na, bei mir Ja. ist es eigentlich fast genau umgekehrt. Also wenn ich sie Okay. nicht bemerke, dann war sie für mich langweilig. Genau. Und wenn die Folge, wenn der Abspann läuft und ich denke, wow, die Musik, diese Woche war Hammer, dann ja, ist das eher ein Indikator dafür, dass es sich eben, dass sie besonders einprägsam war. Genau. Okay, Bei mir. interessant. So. Ja, Und ich das hatte muss. ich bei Bad Batch oft schon in beiden Staffeln. Also auch wie sich Themes immer wieder abgewandelt wiederfinden. Also ich finde, Kevin Kiner macht das da echt schon verdammt gut seit den ersten Clone Wars-Tagen. Ja. Bin auf den Du? Ahsoka-Score gespannt, ja. Was sie Die da mit seinen alten macht? Themes machen werden. Weiß man noch nicht, aber ich Weiß denke man nicht. mal, wieder Joseph Shirley oder Ludwig Göransson, aber der hat ja auch schon das Ahsoka-Theme in Mando Staffel 2 wunderbar verwendet, was ja ursprünglich von Kiner ist. Genau. Ja, bin mal gespannt. Na gut, dann kommen wir zu einem Fazit. Also, immer noch nach unserer durchaus halbwegs umfassenden Besprechung der Meinung, dass es schlechter ist als die erste Staffel. Alles in allem, ja. Okay. Also, wenn ich eine Gesamtdurchschnittspunktzahl errechnen müsste, wäre die aufgrund des größeren Anteils von schlechteren Folgen niedriger als die von der ersten Staffel, die dann für mich eher durchschnittlicher war. Aber die Folgen von Staffel 2, die wirklich gut waren, waren für mich auch deutlich besser als die besten der ersten Staffel. Genau. Also, gesamt geht's ein bisschen runter für mich, Aber die aber die Highlights scheinen Highlights der heller. Serie, die sind jetzt schon da, genau. Ja, also wie gesagt, ich fand die zweite Staffel tatsächlich fast spannender. Ich kann aber auch wirklich daran liegen, dass ich die erste Staffel halt einfach damals geguckt habe. Dann haben wir den Podcast gemacht, dann habe ich sie abgespeichert unter Mäh. Deswegen, vielleicht liegt es einfach Ja. daran, dass ich das halt einfach nicht mehr so als einzelne individuelle Folgen im Kopf habe, sondern halt einfach so als Gesamtwerk und sage, nee. Und Ja, da habe ich durch dann noch den. die Rezension geschrieben mit Maximilian, glaube ich, im Wechsel. Dadurch habe ich mich auch schon sehr, ja, detaillierter damit die jeweiligen Folgen beschäftigt und jetzt hatten wir ja gar keine Rätselreihe mehr. Genau. Ja, wie gesagt, es ist halt auch sowas, ich habe die erste Staffel jetzt auch nicht mehr geguckt. Also seitdem ich sie damals geguckt habe, habe ich sie nie nochmal geguckt. Ich auch nicht. Also normalerweise mache ich das vor zweiten Staffel. Also bei Mando habe ich jetzt nochmal Staffel 1 und 2 geguckt und so, aber bei Bad Batch halt nicht. Und es ist. Nicht Boba noch? Doch, die zwei Folgen Boba noch, die wichtigen. Okay. Schön. Ja, aber wie gesagt, am Ende sage ich, das ist so eine geile Serie für nebenher. Und ich bin halt nicht mehr in dem Alter. Es kann natürlich sein, dass jetzt junge Erwachsene vor der Serie sitzen und sagen, geil. Jede Woche freut man sich auf Omega und den Bad Batch, so wie wir uns damals auf Clone Wars gefreut haben oder später noch auf Rebels teilweise. Wobei ich Rebels ja lange Zeit boykottiert habe, weil es für mich immer der Totengräber von Re Clone Wars war. In meinem irrationalen Gehirn. bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, gut, guckst halt mal die erste Staffel und dann, ja, kann man schon gucken. Hat aber nie für mich das Clone Wars Level erreicht. Ja, Und nicht ganz, aber es ist über den Jahren wirklich fest in mein Herz gewachsen, Rebels. Ja. ja, müsste ich auch Auch mal für wieder einen mich direkt Rewatch machen. danach. Ja, bietet sich ja Ja. bald an, würde ich sagen. Stimmt, vor Vor Ahsoka, Ahsoka. ne? Ja. Ja. Aber ja, genau, also bei Bad Batch ist halt wirklich so eine schöne Nebenherhandlung. Es ist vor Resistance zwar, aber immer noch schlechter als Rebels Ja. und Clone Wars. Genau. Und von daher, es ist gute Animation, das haben wir ja gerade gesagt. Also, die Animationsstil ist geil. Die Bilder, die gemacht werden, sind cool. Es ist schön, dass wir auch Einblicke so ein bisschen Worldbuilding-mäßig ins Imperium bekommen. Den Umbau der Armee, das ganze Ding mit der Wehrpflicht und so. Das ist schon schön gemacht, dass wir da ein bisschen mehr Kontext im politischen Sinne bekommen. Es ist halt immer nur ein bisschen, sagen wir mal, gewollt, dass das immer den Weg über den Bad Batch geht, weil die eigentlich
wie wir schon gesagt haben, keinen Bock darauf haben, auf nichts. Also es ist eine Gruppe, die hat auf nichts Bock, außer ihre Ruhe zu haben. Und die müssen immer alles nur machen, weil sie Geld wollen. Und wenn man ihnen da irgendwie eine Motivation gegeben hätte, die halt mit den Klonen zusammenhängt, also mit ihren Brüdern zusammenhängt oder keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel, dass sie irgendjemanden retten müssen, dann hätte, glaube ich, die Serie einfach ein bisschen mehr Zug und mehr Fokus, als sie es aktuell hat. Ja, in Rebels gab es ja auch das klare Ziel, der Ghost Crew Lothal zu befreien über die Serie. Genau. Und jetzt haben wir einfach, mal gucken, was passiert. Genau, ja. Und du sagst, sie haben auf nichts Bock. Und wenn fiktive Figuren auf nichts Bock haben oder genervt sind, ist die logische Konsequenz daraus, dass wir von ihnen auch genervt sind und keinen Bock auf sie haben. Ja, also warum sollen wir uns, also wieso, da, genau. Why should I care, so nach dem Motto, ne? Also, genau. Wieso sollte ich das mich wie mit wenn, denen... wenn Menschen gähnen, dann muss man auch gähnen. Ja. Spiegelneuronen. Genau so ist es. Ja, also dann gähnen wir jetzt alle zusammen zum Abschluss dieser Folge. Aber es ist ja auch so, bei Bad Batch jetzt, was schön eingebettet ist zwischen den Releases von den Realserien-Staffeln und teilweise ja jetzt auch die letzten Folgen mit Mando gleichzeitig, was wir ja auch bisher noch nicht hatten auf Disney Plus, desto weniger tut's halt auch weh. Also desto mehr kann man es dann nebenbei gucken. Es ist nicht wie noch 2021 der wöchentliche Star Wars-Content, den wir das ganze Jahr über bekommen, sondern es ist eben halt die Animationsserie von den gerade laufenden Serien und dadurch kann man sie dann gut mitnehmen. Das stimmt. Man merkt auch, dass Animation ungerechterweise zwar auch schon ein bisschen so auf die Seitenlinie auch gepackt wird, ne? Also es kommt halt raus, aber so der Fokus marketingmäßig ist da jetzt nicht drauf. Wird zwar ab und zu mal ein Bild oder ein Ausschnitt gepostet von Twitter, aber meistens ist dann halt jetzt auch wieder Mando im Fokus. Und von daher, ja. Aber wie gesagt, die Realserien, kommt halt auch sehr viel Star Wars Content. Also dahingehend darf man sich nicht beschweren. Und wie gesagt, Bad Batch, so als sagen wir mal ein leises Flüsschen, als Nebenblätschern, geht auf jeden Fall klar. Und bei der ein oder anderen Folge oder Szene kann man auch mal den Bildschirm tauschen und mal genauer hingucken. Also das ist auf jeden Fall lohnenswert. Und bei anderen den zweiten Bildschirm anschmeißen. Genau. So, ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das ausgiebig besprochen und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Nächste Woche geht es direkt weiter mit dem Podcast. Wir hatten ja jetzt drei Wochen Pause, nicht nur zwei, deswegen gibt es nächste Woche gleich wieder eine Folge. Aber wir konnten jetzt den Bad Batch-Finale nicht eine Woche vorziehen und jetzt irgendwas dazwischen reinzuknallen, hätte auch nicht viel Sinn gemacht. Nächste Woche geht es dann voraussichtlich weiter mit Cataclysm, da kommen wir jetzt am Dienstag raus nächste Woche. Und da ist auch die Star Wars Celebration, also es kommt jetzt ganz, ganz viel auf euch zu. Wir gehen nach London und hoffen mal, dass wir überhaupt was mitbekommen von den ganzen Ankündigungen, weil ironischerweise bekommen meistens die nichts mit, die vor Ort sind, weil ja nur exklusive ausgewählte Gäste in die Panels kommen und alle anderen müssen da draußen stehen bleiben und kriegen genauso viel mit oder wenig mit wie ihr zu Hause. Also von daher hoffen wir auf das Beste, auf viele coole Ankündigungen, auf schöne abgefilmte Trailer von Ahsoka und Co. und sehen uns hoffentlich dann oder hören uns hoffentlich nächste Woche bei Cataclysm wieder und bei allen anderen Podcasts, die danach noch erscheinen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut.